Hallo YouTube-Freunde. Ja, heute habe ich mal hier einen Kürbis. Den haben wir letztes Jahr selbst angepflanzt im Garten. Er hat sich ziemlich lang und gut gehalten, muss ich sagen. Er war früher so, hier oben so war er gelb, unten war er grün, hat sich ein bisschen verfärbt. Aber ansonsten macht er einen guten Eindruck. Das ist jetzt aber ein Zierkürbis, kein Esskürbis. Man kann ihn nicht essen. Ist auch eine kleinere Art wie die, wo ich neulich im Wald ausgepflanzt habe. Aber da der Kürbis jetzt nur noch rumliegt und höchstwahrscheinlich auch bald anfängt, modrig zu werden, wird er jetzt geschlachtet. Ja, nehme ich mal hier mein schönes Filetiermesser. Und jetzt geht es ihm an den Kragen. Mann, ist das eine harte Nuss. Eieiei. Ich hab gedacht, die lässt sich schlachten. Oh doch, geht. So, da haben wir ihn schon. Ja. Und dann ist es so. Er riecht ein bisschen wie eine Melone. Ne? Wenn man den jetzt jemand so anguckt, von innen. Also, nee Leute. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der hat ja fast keine Kerne. Mit was soll ich denn da weiter züchten? Ich schätze, ich denke, ich glaube, der war noch nicht reif genug. Kann das sein? Ne? Die Kerne sind auch nicht groß. So wenig nur. Den, wo ich letzten Herbst geschlachtet habe. Der war aber volle Samenausbeute. Da haben wir also wirklich viel gehabt, wo wir dann wieder nachzüchten konnten. Nur das Fleisch hier innen drin ist halt dick. Ne? Aber ich glaube, den habe ich damals zu früh vom Strauch abgenommen, von der Pflanze weggenommen. Der war noch nicht hundertprozentig reif. Ne? Diese Kernchen da, das gefällt mir nicht. Und hier sind noch ganz kleine. Na, komm, lass mal die drin. Die werden eh nichts. Lass die andere Hälfte mal anschauen. Die andere Hälfte wenigstens, was geworden ist. Aber ihr seht, es ist auch nicht viel besser. Nein. Naja, gut. Was soll's, ne? Also, wenigstens ist er nicht so matschig wie manche anderen und übel riechen tut er auch nicht. Nein, ganz und gar nicht. Er riecht eigentlich angenehm. Ein bisschen so wie eine Honigmelone riecht er, ne? Also, eigentlich ganz eine feine Sache. Naja, gut. Okay. Das war's nun. Ich habe mir es eigentlich ein bisschen spektakulärer vorgestellt, was uns da drin erwartet. Aber eben, ja, das war es halt jetzt doch nicht so der Bringer, das Video jetzt hier. Ne? Aber wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann gebt mir halt trotzdem einen Daumen nach oben. Schreibt mir was in die Kommentare. Und ja, bis bald mal wieder. Ciao, ciao.